Guten Morgen miteinander, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Wochenende gehabt, trotz dem Ausgangsverbot oder dass man nicht so viel machen kann. Jetzt ist wieder Montagmorgen, wir starten wieder frisch und munter in die Woche, hier im Chili Fitness mit mir, mit dem Bodytoning. Wir machen wieder so ein Bodyworkout. Ich bin Tanja, für die, die mich noch nicht gesehen haben bis jetzt. Ich gebe unter anderem an Body Pump und Max Trainings. Und jetzt heute mit euch machen wir ein Toning. Und zwar brauchen wir dazu, das habt ihr daheim alles auch, wir brauchen einen Stuhl. Den brauchen wir erst nachher während dem Workout. Und wir brauchen zwei PET-Flaschen, 1,5-literige, wenn es geht. Wenn ihr noch kleiner habt, nehmen wir halt kleinere. Die bitte auf die Seite stellen, bereit machen. Wenn ihr habt, bitte ein Mätteli am Boden. Mir wird heute keins zur Verfügung gestellt. Ich muss Hardcore machen, ihr dürft eins haben. Matte, Tuch drüber, okay? Irgendwie ein grosses Badtuch. Und ja, dann würde ich sagen, können wir starten. Dann gehe ich jetzt die Musik einstellen, ein bisschen ein Warm-up und dann geben wir Gas, okay? Yep. Gut. Okay, wir starten mit dem Warm-up. Marschieren, Arme kreisen, Schultern einwärmen. Gut. Noch ein paar mehr. Die Arme richtig strecken und die Schultern zurückkreisen. Gut. Noch ein paar mehr, die letzten vier Mal. Noch zwei. Gut, wir gehen einmal rechts ins Board, links ins Board. Nehmt die Arme mit, anspannen. Dann den Bizeps anspannen, Ellenbogen bleiben nahe beim Körper. Gut, noch ein bisschen tiefer sitzen. Der Bauch ist gespannt, Gewicht ist auf den Fersen. Nochmal ziehen. Super. Gut, die letzten paar kommen noch etwas tiefer gehen. Die Beine gut einwärmen. Links und rechts. Gut, wir gehen noch vier pro Seite. Schön. Noch etwas tiefer sind nur noch zwei mehr. Nochmal links. Nochmal rechts. Die letzten. Gut. Laufen. Wieder marschieren. Wir gehen in die Hüftbügel. Die Hüfte öffnen. Von vorne in die Seite nehmen. Gut, noch einen mehr. Wir nehmen die Arme mit. Im großen Kreis. Nochmal ziehen. Auf die Seite. Vorne anfangen, auf die Seite öffnen. Wenn es nicht geht, dürft ihr den Fuß auch abstellen zwischen denen. Gut. Die letzten vier. Noch drei. Schön stolz bleiben. Noch zwei. Den letzten wechseln wir auf links. Linke Seite. Vorne anfangen und die Seite ausbreiten. Auch hier ist der Bauch gespannt. Gut, stabil bleiben. Noch ein bisschen nach dem letzten Paar. Noch drei. Gut, dann die Hüfte gut einwärmen. Noch zwei. Noch einen mehr. Gut. Nochmal laufen. Wir werden die Jumping Jacks. Schön die Arme strecken, Beine sind gestreckt. Gut. Wer nicht kann pumpen, der macht den doch. Okay. Bring den Puls ein bisschen hoch jetzt. Schön stabil bleiben. Ziehen, ziehen, ziehen. Gut. Noch ein bisschen, Power rein. Aufwachen, lehnt im Magen. Gut. Noch ein bisschen bleiben, noch ein bisschen bleiben, die letzten sieben. Noch sechs. Noch fünf. Die letzten drei. Noch zwei. Jetzt tun wir einfach kreuzen. Vorne und hinten. Wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann tun wir wie vorher, ohne überkreuzen. Noch nicht aufgehen, noch nicht aufgehen. Kommt. Fuß ein bisschen hochhauen. Noch ein bisschen bleiben. Gut, die letzten vier. Noch drei. Noch zwei. Noch eine. Wieder marschieren. Wir gehen in die Seile gumpen. Arme nach dem Körper klemmen. Und locker.
schön in den Knie. Es ist wie wenn du ein Seil würdest schwingen. Wir gehen zwei rechts, zwei links. Gut. Noch ein bisschen. Die letzten paar Puls noch ein bisschen hochhauen. Gut warm werden. Schön. Die letzten vier. Wow. Noch zwei. Gut. Bleiben. Laufen. Gut. Breit kommen. Richtig breit kommen. Füße ein nach außen stellen. Schultern setzen. Und wir gehen einmal tief. Einmal einen grossen Kreis. Tief sitzen. Kreisen. Gut. Noch die letzten vier Mal. Könnt ihr strecken. Puls wieder ein bisschen beruhigen. Tief hier ausatmen. Noch einen. Nachher bleiben wir hier oben. Arme strecken. Und wir gehen ein bisschen auf die rechte Seite. Dann noch in lang ziehen. Seite lang machen. Wechseln auf links. Genau. Schön. Nochmal rechts. Richtig strecken. Und die lange Luft, dass ihr nicht vorne rauskippt. Und nochmal links. Sehr gut. Mit beiden Händen auf den linken Oberschenkel. Das rechte Bein rausstellen und wir kommen tief. Innenseite, Oberschenkel rein, halten. Gut. Wechsel auf die andere Seite. Tief kommen. Dann nochmal gut ein- und ausatmen. Bleiben. Wir drehen ab. Schauen, dass der Oberkörper gerade bleibt. Die Knie noch nicht ganz im Boden stehen. Und halten. Dann haben wir den Hüftbügel. Die Vorbereitung aufs Training. Langsam abkommen. Und nach rechts abdrehen. Gut, wir wechseln auf die andere Seite. Knie, noch nicht ganz am Boden. Oberkörper aufrichten. Halten. Stolz bleiben. Langsam runterkommen. Und auf die linke Seite abdrehen. Sehr gut. Jetzt in die Mitte zurückkommen. Beide Beine bleiben gestreckt. Und wir können langsam runter den Kopf hängen lassen. Wichtig ist, dass ihr Beine gestreckt lassen. Dass wir eine gute Dehnung im hinteren Oberschenkel haben. Wir laufen ein wenig nach rechts. Halten. Bleiben. Und nach links. Bleiben. Heben. Gut. In die Mitte zurückkommen. Gehen mit beiden Füßen langsam nach hinten. Bleiben in der Hocke. Unterarme auf den Oberschenkel. Wir gehen langsam einen runden Rücken machen. Und wieder gerade. Noch einmal runden Rücken machen. Und wieder gerade. Mit geradem Rücken höher. Schultern zurückholen und ein bisschen lösen. Jetzt sind wir ready. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen warm. Wir starten mit einer Beinübung. Wir machen Backstep Lunges. Das ist eigentlich die strengste Variante für die Lunges. Ich zeige es euch zuerst mal seitlich. Wer will, kann es auch gerade machen. Wir stehen hüftbreit. Ihr könnt euch hier einstützen, ihr könnt den Arm aber vorne lassen, wie es euch lieber ist. Dann starten wir. Schaut, dass ihr rein genug Platz habt. Wir gehen mit dem rechten Bein zuerst. Wir gehen rechts zurück, fangen an wie einen normalen Lunge. Schaut, dass das Knie und der Fersenbereich auf einer Linie ist. Okay, also es geht nicht in den einen. Gerade bleiben, okay? Jetzt muss ich noch meine Fläschchen noch schnell verstellen, sonst kann ich nicht genug weit hindern. Gut. Das ist dann die Endposition, wenn wir vorne kommen. Und das ist jetzt der grosse Unterschied. Wir bleiben in der Hocke und wir gehen mit dem rechten Fuß nur aufs Zehenli. Also wir tun das rechte Fuß nicht abstellen, okay? Bleiben in der Hocke, gehen wieder zurück, aber in Lunge halten, halten. Achten auf Knie, Fersenbereich auf einer Ebene. Heben. Und wieder tief bleiben. Rechts nur mit dem Zirkel abstützen. Wir bleiben in der Hocke mit dem, nicht mehr aufstehen. Schnupfen, Bauch anspannen und wieder zurückkommen. Tief halten, halten. Immer ein paar Sekunden heben. Aufkommen, bleiben. Bleiben in der Hocke. Der da muss brennen jetzt. Den linken Oberschenkel. Der brennt. Gut, nochmal zurück. Tief kommen, Oberkörper bleiben stolz. Entweder gerade oder ganz leicht nach vorne neigen. Halten. Und tap. Wir sind immer noch mit dem rechten Bein.
linke kommt schon ab. Gut, Zucker, runterkommen, halten. Und wenn es jetzt brennt, dann ist es richtig gut, gell? Dann stimmt alles. Nochmal vorkommen, halten. Bauch anspannen, heben, schnaufen und Zucker. Wenn es heftig wird, konzentriert euch auf die Atmung. Das hilft euch, gell? Tief einatmen, gut ausschnaufen. Oder einfach etwas Schönes trinken. Das hilft am meisten. Rüberkommen, schnuppen. Denken an die schönen Beine, die es gibt für den Sommer. Rüberkommen, heben. Wir machen noch drei auf die rechte Seite. Heben die Türen. Rüberkommen, halten. In der Hocke, wir sind immer noch in der Hocke. Schiessen nicht. Nochmal zurückkommen. Heben, heben, bleiben. Wieder Kontrolle, Knie, Ferse. Und vor. Hey, es ist noch ein einziger, noch einen auf die Seite, noch können wir kurz die Beine locken. Zucker, halten, bleiben. Die letzten Sekunden, kommen. Nochmal führen, halten, die letzten Sekunden, halten, in der Hocke bleiben. Fersen noch nicht abstimmen. Heben. Und jetzt können wir kurz lösen. Ein bisschen schnaufen, lockern. Ich lache zwischen dir, das tut immer gut. Das gleiche mit dem linken Bein. Wenn man links zuckt, dann sollte der rechte Oberschenkel drehen. Okay? Wieder Hüftbreit stehen, Schulter zurücksetzen, mit links zurück. Zucker, runterkommen, halten. Schultern zurücklassen, stolze Haltung. Wieder schauen, Knie, Ferse. Eine Linie, bleiben. Zucker, heben. Heben. Bleibt stabil. Nochmal Zucker. Runterkommen, halten. Halten. Dann gut schnaufen. Gut ein- und ausatmen. Und kommen so tief wie es geht hinten mit dem Knie. Gell? Etwa 2 cm über dem Boden. Heben. Bleiben. Fersen gar nicht am Boden. Wir bleiben in der Hocke. Fuß hinten raus. Und halten. Zucker. Aber komm, bleiben, yeah. Gut, nicht aufgeben. Komm. Wenn wir uns schon plagen, dann richtig, gell? Führen kommen, bleiben. Schnaufen, jetzt muss noch brennen. Jetzt müssen wir uns spüren. Nochmal zurück. Tief kommen. Noch ein paar kurze Pausen, aber machen wir etwas für den Oberkörper. Jetzt beißen den durch. Nochmal halten. Kommen, tief bleiben. Noch 3 mehr. 3 schaffen wir noch. Runterkommen, heben. Gehen nochmal das Maximum. Gehen das Maximum, was geht. So tief wie es geht mit dem Knie. Und halten. Hey, es sind nur noch 2. Die heben da durch. Nochmal zurück. Tief kommen. Heben. Schnaufen. Ruhig hier ausatmen. Das letzte Mal. Kommt nochmal. Halten. Tief bleiben, tief in den Hocke, nicht beschissen. Und zurückkommen. Runterkommen, bleiben. Hey, es ist der Letzte. Halten. Heben, die letzten Sekunden heben, bleiben tief. Noch die letzten 4. Noch 3. Noch 2. Und jetzt darf man doch ein bisschen lösen. Locken, ein Schlückchen trinken. Schnaufen kurz durch. Gut, okay. Wir werfen in den Oberkörper. Für da brauchen wir Flasche. Zuerst nur eine. Okay. Und zwar geht es im hinteren Oberarm, in den Trizeps. Nehmt in die rechte Hand eine PET-Flasche. Jetzt ganz wichtig. Wer nicht so gut trainiert ist im Oberkörper, stellt euch noch eine kleinere Flasche nebenan, damit ihr könnt wechseln. Wenn ihr nicht mehr mögt. Okay? Gut. Links einstützen. Wir stehen Hüftbein. Locker in den Knie. Beine in die Pause. Rechten Oberarm. Neben das rechte Ohr. Nicht da außen, da bringt es nichts. Er muss da sein. Hand rücken. Schaut nach hinten. Und jetzt gehen wir so tief wie es geht. Zu den linken Schultern. Und wieder strecken. 2, 2, tief. 2, 2, 3.
locker in der Knie bleiben. Gut. Ganz wichtig, wir gehen nicht tagen, wir gehen nicht in den Nacken. Wir gehen zu den linken Schultern. Jeder so tief, wie es für ihn geht. Gut, noch mehr. Zwei tief, zwei hoch. Hier solltet ihr doch spüren, gell? Wenn ihr jetzt hier anlangt und ihr geht ab, dann spürt ihr, wie der Muskel sich anspannt. Unser Trizeps. Nochmal Mitte, tief, Mitte, hoch. Gut. Bleiben noch ein paar mehr. Ein paar mehr mögen wir noch. Für den schönen Trizeps müssen wir ein paar machen. Gut. Noch ein bisschen mehr. Kommen wir noch fünf. Und bleiben langsam. Mitte, tief, Mitte, hoch. Hey, noch drei mehr. Noch drei arbeiten hier. Heben die Türen, das muss zu brennen. Gut. Oh, wie so schön ist, noch zwei. Jetzt der letzte bleiben wir da unten. Halten. Einfach nur halten. Heben. Der Arm bleibt hier oben. Nicht weg mit dem Oberarm. Heben. Und jetzt gehen wir super slow hoch. Langsam. Nicht schießen. Ganz langsam. Bis wir gestreckt sind. Und jetzt könnt ihr den rechten Arm lösen. Und ein bisschen Schulterkreise rotieren. Super. Rechte Seite schon geschafft. Linke Seite, genau dasselbe. Rechts einstützen, linken Oberarm, neben das linke Ohr, Hand rücken, schaut zurück. Ja, mit das hier, Hand rücken nach hinten. Und jetzt gehen wir wieder. Zwei tief, zwei hoch. Gut, wieder bis zu den Schultern. Mitte, tief, Mitte, hoch. Schaut gut drauf. Dass wir mit dem linken Oberarm nicht anfangen, hier rauszukippen. Haltet den Nerv beim Ohr. Gut, Mitte, tief, Mitte, hoch. Sehr schön. Gut, noch ein paar mehr können tiefer kommen. Je tiefer, je intensiver. Und wichtig ist, wir gehen den Arm immer ganz strecken. Wenn er ganz in die Strecke geht, sehr gut. Noch ein bisschen. Nicht aufgeben, noch nicht aufgeben. Wenn es gar nicht mehr geht. Aber im absoluten Notfall. Flasche weg und ohne Flasche arbeiten, okay? Zwei Tipps. Noch ein paar mehr. Gut, komm, noch fünf mehr. Noch fünf schaffen wir. Noch fünf. Und ziehen. Noch vier. Nicht anlassen. Noch drei. Gut. Hey, die letzten zwei und wie so schön ist wie vorher. Noch zwei mehr. Jetzt gehen wir in den letzten. Bleiben drinnen. Halten. Bleiben. Heben. Nicht auf geht's. Und jetzt gehen wir super slow hoch. Langsam. Sandy für Sandy die Strecke gehen. Ganz langsam. Jetzt sind wir da oben. Und jetzt können wir lösen. Und dann die Schüssel ein bisschen lockern. Türen schütteln. Nehmen wir das zweite Fläschchen. In die linke Hand. Wir bleiben immer noch beim Oberkörper. Nachher lassen wir den wieder kurz in Ruhe. Stehen wir hier hüftbreit. Arme anwinkeln. Sehr zeitlich so aus. Schön anwinkeln. Wir gehen in Rotatoris. Eine Schulternübung. Das heisst, wir gehen einmal hoch. Stellen die Arme auf, setzen, zusammenkommen, okay? Hoch, aufstellen, setzen, zusammenkommen. Nur bis da, nicht näher. Achtet darauf, dass die Schulter, Ellenbogen auf einer Höhe ist. Auch jetzt, wenn ich da bin, eine Höhe bleiben und zusammenkommen, okay? Kontrolliert. Aufstellen. Setzen. Zusammenkommen. Noch mehr. Kommen. Nachher machen wir es ein bisschen schneller. Noch zwei langsam. Und zusammenkommen. Noch eine. Öffnen. Aufstellen. Setzen. Zusammenkommen. Jetzt ein bisschen schneller. Hoch. Öffnen. Setzen. Zusammen. Wenn es schnell ist, dann bleibt bei den Langsamen. Aufhören gilt nicht. Aufhören tun wir nie. Nein. Wir wollen fit bleiben. Gut, fit in den Sommer rein. Hoch,
aufstellen. Bleibt gleich sauber mit der Technik, wenn ihr es schnell macht. Ellenbogen, Schultern immer noch auf einer Höhe. Oh, jetzt solltet ihr mal ein bisschen merken, wie es langsam anfängt, ziehe in den Schultern. Hoch, aufstellen, sitzen. Kommen, noch die letzten vier Mal. Gut, noch drei. Trainiert die Ärmel. Kommen, Oberkörper ist genauso wichtig wie Bein und Bauch. Nochmal, hoch, öffnen, sitzen. Noch zwei machen wir noch, zwei zusätzlich. Noch eine. Gut. Jetzt den letzten nochmal hochkommen. Halten, halten. Arme rausstellen. Hand Rücken nach oben drehen, okay? Schaut jetzt auch. Handgelenk, Schultern ist auf einer Linie. Nicht absinken, wir gehen noch ein bisschen Bizeps. Zwei, zwei öffnen. Zwei, zwei schliessen. Gut. Bleibt oben mit den Schultern, Ellenbogen. Jetzt ganz kontrolliert arbeiten. Gut, hey, kommt noch mehr. Schönes Oberkörpertraining. Haben wir alles dabei? Schultern, Bizeps und den Trizeps. Gut, nochmal. Mitte, zusammen, Mitte, raus. Wir machen es ein bisschen langsamer. Könnt ihr kontrolliert arbeiten. Ja? Gut, noch die letzten paar. Dürft nicht aufgeben. Lasst die Schultern hier oben, lasst die Ellenbogen hier oben. Die schaffen wir. Noch vier. Und ziehen. Noch drei. Gut, hey, noch nicht aufgeben, noch nicht aufgeben. Das muss brennen im Bizeps. Ohne die Schultern. Komm, drei schaffen wir noch. Noch drei, noch drei. Dann hat der Oberkörper Pause. Gut. Noch einen einzigen. Einen machen wir noch. Halten. Hand unten nochmal nach oben drehen. Bleiben, die letzten Sekunden einfach halten, halten, bleiben stark. Noch vier, noch drei, noch zwei. Und jetzt darf man hier lösen. Schultern lockern, Türen schaufeln. Gut, Flasche jetzt auf die Seite stellen. Wir gehen nochmal zu den Beinen. Und nachher dürft ihr mal am Boden, keine Angst. Nehmt den Stuhl zu euch. Schaut, dass er relativ stabil steht. Wenn ihr einen Partner daheim habt, soll er kurz hineinheben. Und sonst einfach gut befrachten, dass er nicht zu fest verrutscht, okay? Wenn es zu wackelig ist, wer sich nicht getraut, macht die gleiche Übung einfach vom Boden um. Okay? Gut, jetzt gehen wir zuerst mit dem rechten Fuß hinein auf den Stuhl. Mit dem linken Bein genug weit nach vorne, okay? Auch hier wieder schauen. Knie, Ferse. Sollte ungefähr auf einer Linie sein. Wenn ihr einfach den Oberkörper stolz, Schultern zurück, vorne heben doch, beide Hände zusammen, mit einer guten Hand. Dann gehen wir 2, 2 tief, 2, 2 hoch. Nochmal, Mitte, tief, gut. Jetzt schauen, dass ihr mit dem Fuß genug wie vorne seid. Das Knie sollte nicht über die Fußspitze kommen, wenn ihr runtergeht. Gut, dann kontrolliert wieder arbeiten, langsam. So tief wie es geht. Jeder so tief wie es geht. Schöne Beinchen. Gut, kommen noch ein bisschen. Oberschenkel, Gesäß. Noch die letzten fünf. Mitte, tief, Mitte, gut. Noch vier, kommen tief, kommen tief. Noch drei. Gut, die schaffen da, kommen. Noch zwei. Super. Noch einen unten halten, bleiben die letzten Sekunden halten, 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 halten. Noch nicht aufgeben. Noch drei. Noch zwei. Und jetzt darf man da lösen. Dann kurz ein bisschen lockern, Türen schütteln. Sehr gut. Alles mit dem anderen Bein. Links Bein stellen wir. Hier auf den Stuhl, immer mit dem Zettel drauf. Jetzt mit dem rechten Bein genug weit zum Rutschen. Nur, dass ihr so stabil bleibt. Da hilft immer, wenn ihr den Bauch gut mit anspannt. Da hilft es, um das Gleichgewicht zu halten. Okay? Gut. Genug weit führen mit dem rechten Fuß. Arme heben, Schultern setzen. Und wir gehen wieder zwei, zwei tief. Gut. Nochmal. Mitte, tief, Mitte, hoch. Schön runterkommen. Gut, so tief wie es für jeden geht. Noch ein bisschen, kommt, kommt. Noch ein bisschen Beine trainieren. Mitte, tief,
90 Kick. Sehr gut. Noch nicht aufgeben, noch nicht aufgeben. Kommt. Wir machen noch 3 mehr. Noch 3 schaffen wir. Und hoch. Noch 2. Kontrolliert schaffen, noch einen unten bleiben. Halten, halten, halten. Die letzten Sekunden durchbeissen. Noch 3. Noch 2. Und lösen. Jawohl. Den haben wir angeschaut. Den Stuhl wieder ein bisschen zurückstellen. Okay? Den brauchen wir eventuell später nochmal. Jetzt nehmen wir das Tüchli. Wenn ihr eine Matte habt, Tüchli auf die Matte. Und sonst schaut, dass das Tüchli ein Polster macht. Okay? Wir müssen mit den Knien, wenn wir runterkommen, noch aufs Tüchli gehen. Dass euch die Knie nicht wehtun. Wenn ihr eine Matte habt, könnt ihr das Tüchli einfach normal draufgeben. Gut, das zeige ich euch schnell vor. So ein Stück Platz machen. Und zwar gehen wir runter in einen Einbeinstand. Das heisst, wir brauchen Bauchspannung. Wenn wir unten sind, dann gehen wir auf ein Knie, lassen das eine Bein oben und gehen in Push-Ups. Probieren gerade fortwährend mitzumachen. Wir versuchen es gerade auf das erste Mal. Wenn es zum ersten Mal noch nicht geklappt, nicht verzweifeln. Spätestens im zweiten Durchgang. Okay? Anfangen. Gehen wir im Stehen, locker in den Knie. Wir gehen runter. Wir laufen nach vorne. Bis wir so in einem Plank sind. Da ist die Schultern, Handgelenk, eine Linie. Beine sind hüftbreit. Und jetzt müssen wir eben beim ersten Mal schauen, wo das Türchen ist. Dann gehen wir rechts raus, links raus, also breit vorne. Jetzt gehen wir mit dem rechten Knie, seht ihr, ich muss das Türchen nach hinten tun. Mit dem rechten Knie runter. Das linke Bein bleibt oben. Das nächste Mal machen wir es noch etwas schwieriger. Dann gehen wir schon im Einbeinstand runter. Okay? Gut, Bauch spannen. Jetzt probieren das Becken gleich unten zu lassen. Und jetzt gehen wir 2-2 Push-Up. 2-2 hoch. 2-2 Push-Up. 2-2 hoch. Gut, schauen, dass die Schultern und Ellenbogen wieder auf eine Linie kommt, wenn ihr unten seid. Gut, kommen wir noch ein paar mehr. Noch 3. Gut, durchschnaufen. Noch 2. Gut, noch einen. Jetzt sind auf beide Knie zurück, hinten auf die Zehen. Langsam aufrollen. Mit rundem Rücken hochkommen. Schultern zurück, okay? Wenn es streng ist, auf ein Knie, dann darf selbstverständlich auf zwei Knie bleiben bei den Push-Ups. Aber schaut, dass das Becken unten bleibt, kein Fuß in der Luft. Okay? Für die, die ein bisschen hardcore-mässig machen wollen, die startet jetzt mit dem rechten Bein in der Luft. Okay? Das heisst, wir fangen schon so an. Die anderen, wie vorher, mit beiden Füßen hoch. Das ist immer die Ausweichvariante mit beiden Füßen oder mit beiden Knien. Okay? Wir gehen links in die Hocke, laufen nach vorne, bleiben kurz zuerst im Plank. Dann haben wir noch ein bisschen Bauch dabei. Jetzt gehen wir links raus, rechts raus mit den Händen, links aufs Knie, rechts Bein bleibt oben. Okay? Es muss nicht da sein, das lange da. Aber mit dem Becken und jetzt gehen wir 2-2 Push-Ups. Gut. Bauch heben. Wer nicht mag, auf beide Knie. Gut. 2-2 tief. Bauch auch anspannen. Lasst den Kopf nicht hängen jetzt. Ja, das ist schön in der Verlängerung von der Wirbelsäule. Mitte hoch, Mitte tief. Kommt, noch mehr, noch mehr. Schön, die letzten 3. Ziehen. Noch einen. Wieder hinten zurückkommen. Auf ein Bein. Langsam aufholen. Knie hochziehen. Und kurz ein bisschen lockern. Jawohl! Eine Runde pro Seite machen wir noch. Okay? Gut. Jetzt gehen wir. Das linke Bein anwinkeln. Rechts in die Hocke oder wie gesagt, mit beiden Füßen am Boden bleiben. Eine Runde pro Seite noch und dann gehen wir in eine andere Übung.
Langsam einfach auf Bauch anspannen, Führen laufen, Führen laufen, laufen, laufen. Bleiben im Plank kurz. Gell? Schön bleiben, auch da, wenn nicht mag, geht rechts aufs Knie. Heben, rechts raus, links raus. Rechts aufs Knie, links Bein hoch und Push-ups. Gut, achtet darauf, dass ihr nicht den macht. Wir bleiben mit dem Becken unten. Bauch ist gespannt wie ein Brett. Zwei Stück. Gut. Kommen. Noch die letzten vier. Mitte, tief, Mitte, Köpfe. Ziehen. Und noch zwei schaffen wir. Noch eine. Gut, wieder zurückkommen. Aufs rechte Bein. Langsam mit rundem Rücken hochkommen. Und lösen. Eine Runde noch auf die andere Seite. Die schaffen wir noch. Gell? Rechts Bein oben, links in die Hocke, wir laufen gleich los. Aber komm, das ist die letzte Runde jetzt. Führen vor, heben, bleiben in der stabilen Plank. Halten. Schnaufen, schauen, dass das Schultern, Handgelenk auf einer Linie ist. Links raus, rechts raus. Heben. Links aufs Knie, rechts ein bisschen hoch, dass der Fuß flex ist. Point flex, okay? Fuß flex, aber mit dem Becken. Zwei Tücke. Zwei Hüfte. Gut. Hey, es ist die letzte Runde. Hört! Bleiben stark jetzt. Nicht nachlassen. Gut. Die letzten vier. Mitte, tief, Mitte, Hüfte. Noch drei. Gut. Noch zwei. Sehr gut. Der letzte. Und nochmal zurück. Beine noch nicht abstellen. Mit rundem Rücken. Höher. Und lösen. Yeah! Den haben wir schon geschafft. Gut, jetzt gehen wir. Aussenseite, Oberschenkel, Gesäß. Okay? Türchen. Ein bisschen richten. Ihr könnt es auch so lassen. Ich schaue zu euch. Dann seht ihr besser, wie die Übung geht. Jetzt muss ich hier den Stuhl ein bisschen wegstellen. Sonst geht das nicht. Gut. Da gibt es auch Ausweichvarianten. Das ist cool, oder? Es gibt immer Musikvarianten. Aber die werden immer nur, wenn es wirklich nicht mehr geht. Gell? Probieren, den Schweinhund zu überwinden. Gut, wir gehen mit dem linken Bein. Links Knie, die Mitte vom Tüchli. Okay? Rechts. Bein rausstellen. Kurz ist flex. Vorne mit beiden Händen abstützen. Okay? Beide Hände abstützen. Wie so einen Vierfüßlerstamm machen. Jetzt die strenge Variante ist folgendes. Wir gehen einmal hoch, einmal tief, absitzen, der Fuß bleibt vorne, das Bein ist gestreckt und wieder führen. Okay? Das ist die strenge Variante. Die einfach ist einmal hoch, tief, den Fuß abstellen, das Bein gestreckt lassen, hinten absitzen, führen kommen. Okay? Das ist die einfache Variante. Da geht sie aus der Seite, Oberschenkel gesetzt, okay? Gut, wir starten. Einmal ab, down, zurücksitzen, vor. Machen Sie nicht zu schnell. Gell? Hört jetzt nicht so auf die Musik. Schön langsam arbeiten. Und so tief sitzen, dass ihr wirklich auf den Fersen hockt hinten. Absitzen, höher, ab. And down. Absitzen, vor. Nochmal. Hoch, tief, absitzen, vor. Hey, die letzten vier Mal. Kommen. Tief sitzen, vor. Noch drei. Yeah, die schaffen da. Kommen. Noch zwei. Absitzen, vor. Noch eine. Noch kommen wir führen und halten das Bein in der Luft. Heben. Der Fuß ist flex. Die letzten Sekunden, noch drei, noch zwei und lösen. Und jetzt solltet ihr da ziemlich etwas merken, okay? Die Türen schnaufen, lockern, alles auf links. Gut, wieder mit dem rechten Knie in die Mitte kommen, von der Matte oder vom Tüchli.
Links Bein zu stellen, Fuß, Flex. Vorne abstützen in vier Füße. Okay? Bauch ist halt angespannt und wir gehen gerade direkt. Einmal ab, down, absitzen, vor. Hoch, tief, absitzen, vor. Probiert es! Auch mal eben in dieser strengen Variante. Wenn es gar nicht mehr geht, dann lasst ihr das Bein am Boden. Einmal hoch, einmal tief. Gut, sehr schön. Kommen, kommen, nicht aufgeben. Tief sitzen, vor. Yeah! Hey, wie haben wir die letzten vier Mal? Kommen, up and down und zurück sitzen. Noch drei, die arbeiten hier. Noch zwei, yes. Noch eine. Up and down. Und jetzt vorne bleiben. Beine hoch halten, die letzten Sekunden. Kommen. Noch drei, noch zwei. Und lösen. Und kurz ein bisschen zurück in die Child Pose. Füße schnaufen. Schultern. Klick kreiseln. Hey, wir haben es bald schon geschafft. Wir gehen jetzt noch einen freien Bauchbereich. Gut, dazu. Die, die keine Matte haben, wieder die Tücher in doppelt, dreifach legen. Nehmt euch beide Wasserflaschen in die Nähe. Trinkt noch mal ein Schlückchen. Und dann gehen wir gleich weiter. Dann haben wir den ganzen Körper trainiert. Okay? Arme, Bauch, Gesäß, alles dabei. Gut, als erstes könnt ihr anliegen. Wir dürfen mal liegen, ist es nicht schön? Schaut, dass das Steißbein wirklich im Tüchelbereich ist. Es ist nur zwei. Kurzer Hinweis, wer Probleme hat mit Nacken, schaut, dass das Tüchel bis hier hin geht. Dann könnt ihr das Bein mit Zipfel heben und das Tüchel in die Mitte vom Kopf und könnt den Nacken so stützen. Nie in die Decke schauen, wir schauen immer zu den Knien. Dann können wir den Nacken auch entlasten, okay? Aber erstens nicht mehr gehen. Gut. Als erstes eine Wasserflasche heben auf beiden Seiten. Okay? Beide Beine anwinkeln, schauen, dass das Knie so im rechten Winkel ist. Da wäre jetzt schon zu nah. Die bleiben hier vorne. Bauch anspannen, sicher wie zu euch sein. Gut, anfangen, tun wir in der Mitte halten. Okay? Der Blick geht zu den Knie. Heben, Schultern ist weg vom Boden. Gut schnaufen, auch wenn es streng ist. Jetzt gehen wir sehr schön im Wechsel. Wir gehen rechts durch. Links durch. Okay. Wir können immer so ein bisschen abkippen mit der Flasche. Nach links und rechts. Kommt richtig durch. Gell? Langsam. Hier nicht pressieren. Wenn ihr pressieren, bringt es nichts. Wir arbeiten langsam. Mit Kraft. Nach links. Schön so einen Halbkreis machen. Die Flasche macht einen halben Kreis. Von links nach rechts und wieder zurück. Gut. Schnaufen. Bleiben. Gut. Die letzten drei Mal pro Seite. Dann haben wir die seitlichen Bauchmuckis. Und die unteren. Wenn wir beide oben haben. Wenn jemand gar nicht mehr macht, dürfen die beiden Fersen am Boden stellen. Okay? Nochmal links. Und jetzt bleibt rechts. Aber hier oben, nicht hier unten, wir sind hier, so eben auf Kniehöhe, ein bisschen tiefer kommen, in der Mitte vom Oberschenkel, okay? Da halten wir jetzt. Jetzt bleiben mit der linken Schulter weg vom Boden. Fixiert euch und wir gehen nur mit den Beinen. Zwei, zwei tief, zwei, zwei hoch und wieder auf die andere Seite. Die Mitte vom Oberschenkel, ihr seht, meine rechte Schulter ist weg vom Boden und ich bewege nur die Beine. Zwei, zwei tief. 2, 2, okay. Rechts über. Halten, halten, da bleibe ich, wie ich bin. Ich bewege nur die beiden Beine nach oben und wieder hoch, okay. Wechseln, linke Seite. Dann gut schnaufen, Fersen fast im Boden, aber nicht ganz. Nochmal rechts halten, 2, 2, tief, 2, 2, hoch. Kommt nochmal links, nochmal links. Heben, heben, heben. 2, 2, tief. Gut. Hey, die letzten paar, noch mal rechts halten. 2, 2, 2, 2. Links.
schnaufen, auch wenn es strengiert, auch wenn es jetzt brennt, gut atmen. Da mal, schön tief kommen. Fuß ist immer flex, gell? Tun Sie sich ein bisschen zu euch ziehen. Habt ihr bessere Spannung in diesen Beinen? Wir machen noch zwei pro Seite, nochmal rechts. Wer mit dem Tüchli schafft, das könnt ihr auch mit dem Tüchli im Kopf machen, wie ich es euch gezeigt habe. Ohne Flasche, Gewicht weglegen. Allgemein immer Varianten, auch ohne Gewicht möglich. Ja, genau die gleiche Übung ohne Gewicht. Nochmal heben. Gut, hey, nein, das schaffen wir noch. Jetzt brennt es gerade so richtig schön. Das müssen wir ausnutzen. Noch einmal links. Heben. Zwei tief. Bleiben in der Mitte. Beide Beine auseinander. Flasche. Jetzt nach vorne drücken, halten. Beide Arme sind gestreckt, okay? Schön bleiben. Und jetzt bleiben, wo ihr noch seid. Das heisst, Oberkörper bleibt, wo ihr ist. Beine bleiben, wo sie sind. Und ich bewege nur beide Oberarme neben die Ohren. Und wieder nach vorne. Oberkörper macht nichts. Der bleibt weg vom Boden. Schultern weg vom Boden. Vor und zurück. Wer nicht mag. Dann soll das Tüchel in den Kopf nehmen und hebt nur so, okay? Dann hebt nur nach oben und macht keine Bewegung mit den Armen. Nochmal vor. Halten. Gut, hey, die letzten drei Mal, die schaffen wir noch. Nochmal zurück. Und nochmal vor. Nicht auf. Das muss jetzt brennen, das muss jetzt ein bisschen wehtun. Nochmal vor. Hey, nochmal. Können wir noch zwei mehr? Das schaffen wir. Und vor. Bleibt weg mit den Schultern, nicht beschissen. Nochmal zurück. Jetzt vorne bleiben. Und jetzt die kleinen Pulse zum Abschluss. Puls. Komm, nach. Die letzten paar. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Heben, die letzten heben. Und lösen, yeah! Hey, wir kommen jetzt schon in die letzte Übung. Und dann zweitletzte Übung. Dann haben wir es geschafft, okay? Und zwar gehen wir zuerst noch kurz in die Plank. Das heisst, im Unterarmstütz. Schaut, dass das Tüchli doppelt ist, dass es nicht wehtut in den Ellenbogen. Auch hier haben wir Varianten, wenn es nicht mehr geht. Zeige ich kurz vor. Das ist die Originalversion. Wenn es nicht mehr geht, auf die Knie, Füßchen bleibt unten. Es ist nicht jemand in dieser Position. Da bleiben, okay? Kommen wir die Plank. Halten. Solange es geht, bleiben wir gestreckt. Solange es geht. Schnaufen, Bauch einziehen. Schauen, dass das Füßchen nicht in die Decke geht, weil dann haben wir keinen Bauch dabei. Wir sind ein Brett, okay? Schauen, dass die Schultern, Ellenbogen wieder auf einer Linie ist. Und jetzt gehen wir bis nach vorne drücken und zurück. Mit den Zehen ein bisschen nach vorne und zurück. Gut, hey, die letzten vier. Kommen nochmal vor und zurück. Noch drei. Zurück, heben die Türe jetzt. Bauchnabel nach innen ziehen. Noch zwei. Noch einen schaffen wir. Vor. Halten, bleiben. Die letzten Sekunden halten. Komm, bleiben stark. Noch vier. Die schaffen da. Noch drei. Noch zwei. Und nochmal zwei. Und die letzten zwei. Und jetzt könnt ihr lösen. Kurze Child Pose. Hey, wir gehen in die letzte Übung. Die letzte Übung. Wir haben das geschafft für heute. Gut, die Übung nochmal gerichtet. Wir gehen. So eine umgekehrte Plank-Variante. Und zwar, Hände könnt ihr wie noch wenden. Je nachdem, wenn ihr fest Probleme mit dem Handgelenk, gescheiter so als nach hinten, wie es für euch stimmt. Wichtig ist, wenn wir uns jetzt hier hochdrücken, dass das Knie, Fußgelenk eine Linie ist und Schultern, Handgelenk eine Linie. Okay? Also wir sind nicht da. Irgendwie so bekrümmt, wir sind genug bei vorne. Macht richtig so einen schönen Tisch. Bauch spannen, heben, halten. Und jetzt folgendes.
Wir machen die linke Hand weg vom Boden und ziehen uns in die Länge. Okay, richtig schön lang ziehen. Wenn wir jetzt wechseln, können wir mit dem Gesäß bis fast im Boden zurück wechseln, die Hand und strecken uns wieder lang. Okay? Richtig viele Zellen können wir nochmal lang ziehen. Dann haben wir nochmal Gesäß, hinteren Oberschenkel und die seitlichen Bauchmuckis sind auch noch dabei. Heben. Hey, es ist die letzte Übung. Machen Sie es ein bisschen schneller jetzt. Wenn es schnell ist, dann bleibt in der langsamen Version, okay? Tief kommen. Strecken! Hey, ihr seid die Letzten! Kommen, 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 kommen! Nein, auf geht's! Ziehen euch lang, ziehen euch lang! Ziehen! Die schaffen wir locker! Hey, noch drei pro Seite, kommen! Lang ziehen, tief kommen! Lang ziehen, tief kommen! Jawohl, noch zwei. Komm, komm, komm. Ja, nicht nachlassen jetzt. Noch einen pro Seite. Und wenn es so schön ist, machen wir noch einen zusätzlich. Noch einmal links. Und noch einmal rechts. Und jetzt in der Mitte halten. Noch einmal voll gut drücken, heben. Die letzten Sekunden halten, halten, halten. Noch drei. Noch zwei. Und jetzt könnt ihr lösen. Hey, wir haben es geschafft. Wir gehen ins Cooldown. Ich wechsle schnell die Musik. Nehmt noch einen Schluck zu trinken. Legt euch auf den Rücken. Entspannt euch. Und dann gehen wir dehnen. So. Gut. Sehr schön. Dann euch hinlegen. Jetzt kommt der entspannende Teil. Türen schnaufen, streckt euch lang. So ein bisschen rechts, links ziehen. Und Türen schnaufen. Und jetzt lasst einfach mal alles fallen. Füße nach außen kippen, Schultern bleiben am Boden. Und jetzt ganz tief, durch die Nase in die Arme, bis im Bauch, tief schnaufen. Und du zusammen. Zusammen. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Alles ein bisschen lösen. Ich weiß Menschen wie nehmt beide Beine zu euch. Macht ein Päckchen. Und dünnt den Rücken ein bisschen hin und her. Und du weißt, tut mir links. Leid. In der Mitte bleiben. Beide Beine nach rechts kippen. Linken Arm diagonal ausstrecken. Und die Flasche merkt. Und die linke Hand anschauen. Schauen, dass die Schulter am Boden bleibt. Und jedes Mal, wenn wir ausatmen, spüren wir unsere Nase gelöst. Wechseln auf die andere Seite, beide Beine. Auf die linke Seite, rechten Arm ausstrecken, diagonal. Und die rechte Hand anschauen. Und noch ein bisschen ausatmen. Kannst du es mir zeigen? Gut. Wir drehen uns durch die Stadt. Zurück in die Mitte. Als gäbe es nur dann beide Beine richtig Decke strecken. Jetzt muss ich mich kurz kehren. Dann schraube ich das Equipment ab. Und Innenseiten Oberschenkel. Schaut, dass ihr den Druck im Knie oder im Wadenbereich gebt. Nicht dort, wo die Dehnung ist. Ja. Gut, schön halten. Bleiben. Immer noch gut ein- und ausatmen. Gut, jetzt nehmen wir das linke Bein über das rechte Becken. Wir kommen über die rechte Seite in den Vierfüßlerstand. Dann nochmal kurz den Rücken. Kleine Lasten langsam den Bauch einziehen. Runden Rücken machen. So einen Katzenkopf. Den Kopf hinlassen. Den Bauch fest nach innen ziehen. Halten Moment. Gut, und jetzt ganz langsam wieder lösen. Kopf führen nehmen. Machen zwei Füße und gehen langsam mit dem Becken Richtung Boden. Oberkörper aufrichten. Der Fuß ist bleibt am Boden und haben wir die Knie vom Hüftbeuger und vom Bauch. Hab den Weg zu dir gefunden. Nie mehr zurück. Gut. Langsam wieder lösen. So, komm, wir nehmen das rechte Bein führen. Gehen in den Läufersitz. Schauen, dass der Fuß vorne bleibt.
Bein hinein, entweder angewinkelt oder gestreckt. Links, rechts abstützen mit Kragen oder Körper, aber kurz und tief bis für jeden Ort. Schön so halten, einmal die ewig ins Testtüpfel. Schön bleiben, Moment. Gut, wechseln auf die andere Seite, das linke Bein für den Eck, das rechte Bein zurück. Und wieder langsam runterkommen. Schön so halten, bleiben. Tief ein- und ausatmen. Gut. Langsam bleiben. Zurückkommen. Auf beide Knie. Hinten auf die Zehen kommen. Auf die Fersen abholen. Bleiben mit den Fingern am Boden. Dann beide Beine strecken. Wenn es geht, mit beiden Händen am Boden. Wenn es nicht geht, machen wir es so. Hauptsache, beide sind gestreckt. Und hilft heute jetzt hängen lassen. Trifft sich nicht mal direkt. Bleiben. Gut, jetzt ganz langsam mit der runden Rücken. Aufrollen, Bauch einziehen beim Hochkommen. Langsam Schultern zurückholen. Gut, haben wir es bald geschafft. Deine Brust noch öffnen. Schön hinten abziehen. Brust schön aufmachen. Beide Hände verschränken. Kopf zwischen deinen Nähe. Und den runden Rücken machen und nach vorne ziehen. Schön Zug gehen, nach vorne halten. Wieder langsam aufholen, Schultern zurückholen. Nehmen mit der rechten Hand den rechten Fuß. Fersen näher zu sehen. Links ein kleines Knie. Rechts Becken noch ein bisschen vorstossen. Halten. Schön so bleiben, einen Moment. Gut. Das rechte Bein über das linke. Linken Arm gerade strecken, ohne die Seiten reinkommen, schön lang machen. So schön lang ziehen. Und wechseln auf die andere Seite. Linke Ferse, neues Gesäß. Rechts ein kleines Knie gehen, links Becken noch ein bisschen überstossen. Heben. Bleib einen Moment. Gut, das linke Bein. Über das rechte. Rechten Arm strecken. Ohne Zeit reinkommen. Schön lang machen. Strecken. Gut. Zurück in die Mitte. Wir tun noch einmal. Hier noch schnuppen. Ein bisschen strecken. Und dann habt ihr es wieder geschafft. Ich wünsche euch einen super schönen Montag. Hebt euch ab und bis nächstes Mal. Tschüss. Wir sind online. Wir sind online. Und aufpassen.